Es gibt neue Klassenanpassungen für Phase 4. Rogues bekommen Nerf und zwar Verstümmeln wird abgeschwächt. Aber ganz ehrlich, wir haben jetzt einen neuen Bild, mit dem wir spielen können. Die Idioten. Ansonsten wurden Schamanen, Paladine, Mages, Hexenmeister angepasst. Das schauen wir uns alles in Ruhe jetzt an. Schauen wir uns das mal den Magier an. Der hat auch 3 Änderungen bekommen. Bei Magiern ist es so, dass sie sehr gut performen auf dem PTR und dass einige Fähigkeiten sehr viel Schaden anrichten. Dennoch, die erste Änderung betrifft Pyroblast. Und zwar kostet es jetzt kein Mana mehr, wenn es über Kampfeshitze prockt. Zweite Änderung betrifft Brain Freeze, also Hirnfrost. Das macht jetzt zusätzlich auch euren Qualfeuerblitz instant und kostet auch keine Mana. Das war davon nicht mit drin bei Hirnfrost und jetzt ist Qualfeuerblitz auch mit enthalten. Und die letzte Änderung ist ein kleiner Nerf und zwar der Frostfeuerblitz wird genervt um 16%, also der Schaden wird um 16% reduziert. Die haben das deshalb gemacht, da die Rune sehr stark war und ja, wie gesagt, Magier sehr gut abgeschnitten haben, vor allem mit der Rune. Deshalb auch diese Abschwächung. Unsere lieben Paladine bekommen auch eine Änderung und zwar die Rune Formbarer Schutz wird wieder abgeändert. Das gewährt euch ja bei Aktivierung von Heiliger Schild Zauberkraft und jetzt haben die es geändert, dass es nicht Zauberkraft, sondern Angriffskraft gewährt. Das haben sich anscheinend sehr viele Tanks gewünscht. Der Rogue bekommt historische Änderungen in Season of Discovery und zwar der Mutilate-Build wird im Prinzip kaputt gemacht. Also der Schaden von Mutilate wird von 100% auf 80% Waffenschaden reduziert und der Bonusschaden ebenfalls um 20% verringert. Und der Grundschaden von Envenom wird um 20% reduziert und der Beitrag der Angriffskraft zum Schaden von Envenom wird auch um 20% reduziert. Das bedeutet, Verstümmeln könnt ihr jetzt den Papierkorb werfen. Die neue Meta ist Cutthroat in Verbindung mit der Rune Hinterhältiger Mord. Das macht jetzt deutlich mehr Schaden wie der Mutilate-Build. Von dem her, wir haben eine gute Alternative bekommen. Deshalb sind die Nerfs verkraftbar. Beim Schamanen gibt es jetzt eine Änderung, die sich auf das PvP auswirkt. Viele von euch werden sich jetzt auch darüber freuen. Und zwar die Rune Weg der Erde reduziert jetzt die Reichweite von Blitzschlag, Kettenblitz, Lava-Eruption, heilende Welle und Kettenheilung um 20 Meter. Schamanen waren ziemlich mächtig oder sind ziemlich mächtig im PvP, vor allem Elishamis mit ihrem Burst Damage und dadurch, dass sie die Rune, also alle eigentlich die Rune Weg die Erde benutzt haben, haben sie auch selber wenig Schaden bekommen und hatten 30% mehr Gesundheit, was es ziemlich schwer gemacht hat, gegen Schamanen zu bestehen. Diese Änderung macht zwar den Burst Schaden jetzt nicht geringer vom Schamanen, aber es macht ihn unflexibler und die meisten werden wahrscheinlich jetzt diese Rune nicht mehr benutzen. Ich muss persönlich sagen, ich finde die Änderung tatsächlich gut, weil wenn man selber PvP spielt, vor allem STV, gegen Schamanengruppen war das immer ziemlich ärgerlich, weil die einfach zu stark waren und zu viel ausgehalten haben. Und die meisten Gruppen, Horde-Gruppen, hatten Schamanen in der Gruppe. Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Die zweite Änderung beim Schamanen betrifft die Rune Schmelzschlag. Sie verursacht jetzt zusätzlichen Schaden in Höhe von 14,3% der Feuerzauberkraft. Blizzard erwähnt ja auch, dass es im Tooltip noch nicht angezeigt wird. Krieger bekommen einen kleinen Buff und zwar die Fähigkeit der Donnerknall wird gebufft. Ihr erhaltet jetzt zusätzlichen Schaden in Höhe von 5% der Angriffskraft. Hier gilt das Gleiche. Es wird derzeit nicht im Tooltip angezeigt. Die letzte Klasse, die angepasst wurde, ist der Hexenmeister. Hier gab es wirklich viele Anpassungen. Und die erste Anpassung betrifft die Rune Schattenflamme. An der wurde ja sehr viel rumgedoktert die letzten Tage. Und Schattenflamme sollte eigentlich nicht instabiles Gebrechen ausschließen. Das war wohl verbuggt. Das haben sie eigentlich schon die letzten Tage geändert. Jetzt sollte das passen. Zudem löst Schattenflamme jetzt einen verbesserten Schattenblitz aus und erhöht außerdem die Anzahl der verbesserten Schattenblitzladungen auf 10. Der dämonische Pakt ist jetzt nicht mehr Gruppen, sondern Raid-weit. Also eine coole Änderung, wie ich finde. Und zudem wird die Rune dämonisches Wissen abgeschwächt, runter von 10 auf 3% mehr Spell-Damage. Der Schaden und die Ausdauer der Teufelswache wurde um 20% erhöht. Und Grimoire der Synergie wurde angepasst und hat jetzt eine Auslösungschance von 10% und gewährt einen Schadensbonus von 10%. Die Rune Schattenblitzsalve wurde auch angepasst und zwar trifft es ja bis zu 5 weitere Ziele, aber der Schaden ist um 20% verringert. Das haben sie jetzt geändert, nicht mehr 20%, sondern nur noch um 5% verringert. Also ein deutlicher Buff der AOE-Rune für Hexenmeister. Und hier hat Blizzard eine komplett neue Fähigkeit ins Spiel eingeführt. Das umgibt den Zaubernden mit Teufelsenergie, wodurch Zauberschaden und Heilung um bis zu +60 in Höhe von 50%
10% ihrer Willenskraft erhöht wird. Außerdem erhalten sie alle 5 Sekunden 2% ihrer maximalen Gesundheit zurück. Es kann aber immer nur eine Art von Rüstungszauber auf dem Hexenmeister aktiv sein. Also, das schaut gar nicht mal so schlecht aus. Die Rune Mal des Chaos wurde in den Fußbereich verschoben und wird jetzt aktiviert, wenn ein beliebiger Fluch, außer Fluch der Elemente oder Fluch der Schatten gewirkt wird. Es gab noch eine weitere Verschiebung, und zwar die Rune Seelenentzug wurde verschoben zu dem Rückenslot. Und die Rune Verbrennen wurde auch verschoben, und zwar auf die Handgelenke. Die Rune Feuerbrandaura wurde komplett neu gestaltet. Die Feuerbrandaura wird jetzt durch einen Angriff ausgelöst und nicht mehr als periodischer Effekt gesehen. Dies kann nicht öfter als einmal pro Sekunde geschehen. Und die Feuerbrandaura erhöht jetzt zudem auch euren Feuerschaden um 10%. Das waren jetzt die ganzen Änderungen auf dem PTR, also die aktuellen Änderungen, und es tut sich sehr viel und die Balance wird immer besser, habe ich das Gefühl. Ich denke auch, das mit dem PTR war eine richtig geile Idee von Blizzard. Die Klassen rücken immer näher zusammen und ich bin mega hyped auf Phase 4. Wie findet ihr die Änderungen für eure Klasse? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.